So, erstmal hier die Tabelle und die Spiele hier. Wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, wo noch kommen werden. So, wir haben das erste Spiel super absolviert. Ein 2-0 Sieg gegen AS Monaco, sind auch Chrom letzter. Dann würde ich sagen, geht's los und spielen wir gegen Brügge. Gegen Brügge. Ja, die Aufstellung kann man natürlich so lassen. Dann sage ich, spielen wir mal. Also. Da, Antoine Griezmann. Es war unsere Rettung in dem Spiel. Yo. Und tschüss. Oh, da wartet der nächste. Und tschüss. Und der trifft dann von Griezmann. Ist es nicht schön? Es ist so schön. Brügge. In den Club Brügge. Jetzt sehen wir Club Brügge. Von der belgischen Liga. In Brügge sind mir natürlich keine Spieler bekannt. Der Torwart bestes Trikot. Komplett weiß und bisschen schwarz. Da, Griezmann. Costa. Zwei Torvorlagen hatte er. Griezmann auf Platz 8, der beste Torjäger. So, hier Oblak natürlich. Diego Costa. Zuerst werden sich natürlich die Hände geschüttelt, jeder. Sagt ja, viel Glück. So, Diego Godin ist Captain. Ja, natürlich, auf der Aufstellung habe ich nichts gemacht. Lema, er hat zwar nicht viel gemacht, aber trotzdem. Lema, ich hatte ja auch noch offscreen über ihn nachgedacht und ja. Ist alles okay? Nee, ich kenne da wirklich niemand. Aber egal, es gibt Anstoß Atletico Madrid gegen Club Brügge, präsentiert von EA Sports Live und von PlayStation 4 und natürlich von Moviversum. Saul, schade. So. Was sehen auch wir hier? Stärke anfangen! Ansage direkt. Ich liebe ja so Clubs, die direkt am Anfang eine Ansage hier rausbauen. Ja. Eine Ansage raushauen. Schade, Saul, den Ball nicht bekommen.
Atletico ist hier der Favorit. Sind wir hier einer Favoritenrolle? Fällt mir das sehr gut. Wenn wir schon mal in der Favoritenrolle sind, dann wäre es doch gut zu gewinnen, Alter. Plack, ruhig. Hoppla, rastet hier komplett aus. Herr Saul! Aber wird doch noch ins Haus geklärt. Koke mit der Ecke. Kopfball! Okay, Tor! 1-0 für Atletico Madrid. Okay. Ah, ich glaube, ich hab's jetzt raus. Das nächste Spiel könnte ich sogar noch die Schwierigkeit erhöhen. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob das so gut wäre. Weil unser nächster Gegner wäre dann Dortmund. Mal sehen, wo die wirklich stehen. Ey, wir haben noch 5 Spiele vor uns. Oh. Ansage von Brügge. Schade. So. Vielleicht fange ich auch noch eine Karriere an. Ich hasse das, wenn ein Torwart Ball rollen lässt. Ich hasse es. Pfosten. Es gibt Ecke. Oh, Godin klärt. Oh, da ist wieder Oblak. Tada, was zu tun? Oh, Antoine Griezmann mit letzter Kraft. Passt er noch den Ball? Jetzt verliert er ihn. Ab. Gescheites Passspiel können die halt noch nicht, aber. Klasse da, wie sie die Räume zustellen. So, und da ist Saul. Ich weiß, der kann was von meiner Champions League. Wo, by the way, Atletico Madrid gewonnen hat. Ja, Champions League Sieger meiner Champions League war Atletico Madrid. Sie haben sich durchgesetzt in der Gruppe mit Dortmund, AS Monaco und Lokomotive Moskau. Im Finale nie wieder den Lokomotive Moskau gespielt. Okay.
Da ist Griezmann leicht abgefälscht, aber der Torwart war da trotzdem da. Und da ist Rodrigo. Das gefällt mir, die Torhüter scheinen wieder krasser drauf zu sein, wie in FIFA 18. Bei dem FIFA 18 war wirklich jeder Torwart eine Lusche. Ja, das sollte ein Pass sein. Aber am Schluss eine Flanke zum Gegner. Boah. Da, Oblak. Oh, der kam schön, aber nicht schön beendet. Beruhigt euch. So, es gibt keinen Einwurf, es ist jetzt Pause. Der wedelt mit seiner Flagge rum. Und die ganzen Spieler und sich jetzt aus. So, Lokomotive Moskau, Halbzeit gerade. Und da führt Schalke mit einem 1-0. So. Spiel fortsetzen, Atletico Madrid gegen Brügge. Saul. Und das ist ein Foulspiel. Und das könnte eine Gelb bedeuten. Und der Schiedsrichter gibt Gelb. Zu Recht Gelb für Mats Ritz. Ja. Ja, unschön war das. Schade, eigene Mann getroffen. Um den Freistoß direkt zu probieren, war mir Griezmann doch ein Stück weit zu weg. Weil ich weiß, Griezmann kann freie Schüsse machen. Schießen. Das weiß ich, das sieht man auch. Da ist Lehmann und trifft Tor. Er kann doch was. Er hat uns alle gezeigt. Hallo, ich bin noch da. Ihr könnt mich doch noch bei der Startelf lassen. Ja. Schöner Schuss. Kein Abwehrspieler war da noch dran, der Torwart auch chancenlos. Er hätte sich hinnehmen müssen, dann hätte er den Ball gehabt. Also 2-0, Koke, Lehmann, Griezmann noch torlos. Aber das ändert sich bestimmt auch noch. Neymar mit der Flanke, die kam perfekt, 3-0. Die Flanke war Zucker von Koke. Die Flanke, die kam perfekt zu Koke. Koke
schießt und trifft. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. 3-0 jetzt für Atletico Madrid und es ist klar, nächste Partie werde ich auf Profi spielen. Ein 3-0, Koke trifft zum zweimal. Schade, ich wollte Steilpass machen, aber... Das war abseits. Hernandez. So. Eine gechillte 3-0-Führung haben wir hier. Rodrigo, schade. Einwurf für wen? Für Brügge. Ich dachte für Atletico. Ja, okay, hallo? Schiedsrichter, das war faul. Nice, Koke. Der Dreierpack wieder zugeschnürt. Ja, nach diesem Spiel bekräftigt mich meine Entscheidung, dass ich auf Profi stellen werde. Weil 4-0, wir haben jetzt beim... Ja, hopp, gib mal alle nach hinten. Wir haben jetzt beim ersten Spiel 2-0 gewonnen. Ich wollte schon verlieren sagen. Hier gewinnen wir 5-0. Das bekräftigt mich natürlich, nur auf Profi zu stellen. So, und wir haben ein Ergebnis erreicht, wo ich jetzt ein bisschen langsamer werde. Aber der Schuss, das Tor war eben nicht geplant, also ich habe da einfach nur geschossen. Anscheinend gut geschossen. Nee, aber Griezmann hat kein Tor gemacht oder hat Griezmann ein Tor gemacht?
0 steht es hier also kurz vor Spielende, absolut eindeutig. Diego Costa. Ball jetzt bei Griezmann. Griezmann. So, Godin kann runter und Savic geht drauf. Das ist Griezmann. Ich könnte ja zuerst meine ganzen Lieblingsspieler abklappern. Oh. Ja, okay, kommt schon. Ey, ich habe einfach nur drauf geschossen. Ich wusste nicht, dass der reingeht. Diesmal war es wirklich nur Glück. Es war Glück, okay? Guck, es war wirklich Glück. Sehen wir es jetzt mal so. Griezmann steigt auf jeden Fall auf bei der Torjägerliste. Oder ab. Kommt halt drauf an, wie krass die anderen drauf sind. Aber bei diesem Torverhältnis und bei den Punkten kann ich wirklich getrost auf Profi stellen. Auch wenn ich denke, dass es dann wirklich kritisch wird, aber man will natürlich eine Herausforderung. Und es ist keine Herausforderung. Das Spiel, das so Atletico Madrid 6-0 gewonnen. Ja, Koke hat direkt die gleiche Trikotnummer. Er hatte 3 Schüsse und davon gehen 3 Tore rein, also Respekt. Natürlich, die Gegner sehen jetzt nicht ganz so gut aus, aber es geht natürlich um das Achtelfinale. Wir wollen natürlich weiterkommen. Und ja. Ja, Lemar, Koke, Diego Costa und Antoine Griezmann haben getroffen. 18. Minute, ich glaube das erste Tor. Ja, das erste Tor, aber ich sag jetzt, wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle. Ja, Lokomotive Moskau hat 2-0 verloren. So. UEFA Champions League. Ja, das nächste Spiel gegen Dortmund. Eieiei. Aber hier, wir haben ein, ja, wir haben ja beruhigende Führung in der Gruppe. Ja. Ich kann wirklich getrost auf Profi stellen. So, wart ja sogar dabei. Steht auf Profi und dann sage ich tschüss. Wir sehen uns im nächsten Spiel bei Dortmund gegen Atletico Madrid. Tschüss und haut da rein.